Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Bufflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Ihr hattet die Frage zum Thema Zink oder Spurenelemente das letzte Mal gestellt und ich möchte euch gerne ein bisschen was darüber erzählen. Weil, wer kennt das, Haarausfall oder gerötete Haut, vielleicht in irgendeiner Art und Weise ist man immer krank, das Immunsystem stimmt nicht und da sind Spurenelemente sehr, sehr wichtig. Deswegen heute das Thema Spurenelemente. Und was sind Spurenelemente? Spurenelemente sind Substanzen wie Zink, Eisen, Jod, Fluor oder Selen. Und diese sind im Körper nur 0,01% der Gesamtkörpermasse machen die überhaupt aus. Und deswegen ist es wichtig, so Details wie diese Spurenelemente machen sehr, sehr viele kleine Prozesse im Körper. Und die schauen wir uns heute einfach mal an. Und ich freue mich, dir die heute ein bisschen zu zeigen. Was bedeutet denn essentielle Spurenelemente? Essentielle Spurenelemente sind die, die ich dir gerade genannt habe, mit Zink, Eisen, Selen, Fluor. Die sind wichtig, auch Jodid. An allen lebenden Geweben sind diese zu finden. Das heißt, da siehst du, wie wichtig die eigentlich sind. Des Weiteren hast du in allen Nahrungsmitteln oder in vielen Nahrungsmitteln diese in physiologischen Mengen einfach drin. Und was wichtig ist, wenn du einen Mangel daran hast, dann merkst du Symptome, die ich dir auch schon genannt hatte, dass dein Immunsystem nicht so gut ist, dass du vielleicht Haarausfall hattest. Und deswegen ist eine Supplementierung und eine gute Ernährung sehr, sehr wichtig, um zum Thema Spurenelemente gut aufgestellt zu sein. Wenn du, und das ist das Schöne, wenn du dann weißt, dass du vielleicht dort einen Mangel hast und du nimmst dann dieses Zinkpräparat oder das Eisenpräparat, dann gehen diese Symptome auch wieder schnell weg. Das heißt, eine Heilung in Anführungszeichen von den Symptomen ist unglaublich gut möglich mit dieser Supplementierung. Was ich dir noch sagen wollte ist und was mich überrascht hat, wir haben ja so wenig in unserem Gesamtkörper, aber an der Oberfläche der Erde, und das ist wirklich das, wo ich gesagt habe, oh, das ist ja wirklich komisch, haben wir sehr, sehr viel von diesen Elementen wie Eisen und so etwas vorhanden. Das heißt, in unserem Körper ist sehr wenig, und aber trotzdem sind diese Details immer sehr, sehr wichtig. Dann gehen wir mal ins Detail. Wir gehen auf Zink. Normalerweise kannst du eine Tagesdosis von 15 Milligramm einfach als Standard setzen. Das ist kann man supplementieren, 15 Milligramm passt. Wenn du in der Schwangerschaft oder Stillzeit bist, dann brauchst du aber bis zu 25 Milligramm. Da musst du, sag ich mal, erhöhen. Und wenn du überlegst, dass in Mitteleuropa ungefähr in unseren Nahrungsmitteln 11 bis 14 Milligramm drin ist, wenn man sich nicht so ausgewogen ernährt, dann weißt du, okay, hier könnte vielleicht was dabei sein. Und bei Zink ist das Thema, dass du auf jeden Fall darauf achten solltest, dass Zink Haarausfall, Rötung der Haut und Pusteln hervorrufen kann, wenn du Zinkmangel hast. Und deswegen kannst du schon mal gucken, ist das bei dir der Fall. Wenn du Zink supplementierst, solltest du darauf achten, dass du ein Monopräparat einsetzt. Warum ein Monopräparat? Monopräparat bedeutet, dass nur Zink drin ist und nicht ein Multivitaminpräparat zum Beispiel, weil Zink sich mit anderen Arzneimitteln, aber auch anderen Substanzen wie Eisen, Magnesium, Calcium stört. Das heißt, die Aufnahme vom Körper ist nicht so gut. Das bedeutet, wenn du wirklich einen Zinkmangel hast, und den kannst du nicht nur durch eine einfache Blutabnahme in irgendeiner Weise messen, sondern da brauchst du auch noch eine weiterführende Analyse, zum Beispiel die Enzymaktivität, weil wir haben über 100 Enzyme, wo Zink mit dabei ist und wo Zink ein Katalysator ist. Du brauchst die Enzymaktivität also. Du kannst es im Haar und Urin noch zusätzlich messen und erst dann kannst du bewerten, habe ich wirklich einen Zinkmangel in meinem Körper. Und das musst du im Endeffekt durchführen. Wichtig beim Zink, bei der Einnahme, sollte man niedrig dosiert starten und dann, wenn du merkst, es funktioniert gut, dann kannst du langsam steigern. Also, guck, dass du täglich ungefähr 15 Milligramm zuführst, dann hast du keinen Zinkmangel. Und es gibt Präparate, die auf 25 bis 50 Milligramm eingestellt sind. Das ist eigentlich ideal.
Ja, Zink ist sehr, sehr wichtig, wenn du zum Beispiel auch ein Baby hast oder wenn du mal einen Sonnenbrand hast oder irgendeine Hautverletzung, weil Zink durch diese Enzymaktivität hilft es, diese Rötungen rauszubekommen. Deswegen gibt es so Zinkpaste, Zink-Schütteldingtur, ist auch für Muskulatur, hat viele heilende Wirkungen. Und Zink ein unglaublich wichtiges und gutes Spurenelement, eine große Empfehlung von mir. Zink, wenn du da einen Mangel hast, dann musst du es auf jeden Fall supplementieren. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann lass mir auf jeden Fall noch ein paar Kommentare da in den Shownotes zurück. Wenn du das Thema Eisen siehst, Eisen ist ein unglaublich wichtiges Spurenelement. Warum ist es so wichtig? Im Blutkreislauf ist Eisen der Transporter für Sauerstoff. Und jetzt kannst du dir vorstellen, Sauerstoff wichtig für, sag ich mal, die Atmung und fürs Gehirn oder auch für die Muskulatur. Und dadurch, dass unser Blutkreislauf Eisen braucht, um den Sauerstoff zu transportieren, solltest du auf jeden Fall immer mal den Eisenwert kontrollieren lassen. Und wie ist der tägliche Bedarf an Eisen? Eisen braucht man 12 bis 20 Milligramm pro Tag. Und leider ist auch hier in der Nahrung meistens nicht genügend Eisen drin, besonders wenn man einen erhöhten Bedarf benötigt an Eisen. Dann solltest du auf jeden Fall versuchen, ein gutes Eisenpräparat zu nehmen. Bei Eisen ist ganz wichtig, dass du die Einnahme beachtest. Die Einnahme von Eisen ist nicht so einfach, weil es auch nicht so gut verträglich ist. Im Darm wird es nicht so gut aufgenommen. Und da solltest du auf jeden Fall gucken, dass du das richtige Präparat von Eisen nimmst. Das ist bei Zink übrigens auch wichtig, dass du dort die organischen Formen nimmst, weil nur die organischen Formen können vom Körper auch aufgenommen werden. Und da musst du wirklich darauf achten. Leider ist es so, dass nicht alle Produkte diese organischen Formen haben. Dann nimm sie lieber nicht, weil die bringen dir nichts. Also wirklich darauf achten, dass du bei den Präparaten das qualitative organische Salz nimmst von den Substanzen. So, dann kommen wir zum Thema Jod und Jodid. Und da muss ich euch sagen, gibt es für Bayern und Nordrhein-Westfalen eine nicht so gute Nachricht, weil hier geologisch Jodid viel, viel weniger im Bereich geologisch da an sich anfindet. Und das ist wichtig, weil Jod, Jodid für den Stoffwechsel extrem wichtig ist. Schilddrüse macht sehr, sehr viel im ganzen Körper und moduliert sehr, sehr viel. Und wenn du, sage ich mal, geistig oder auch ein Problem hast, abzunehmen, also dein Stoffwechsel nicht so gut ist, dann könnte das auf einen Jod- oder Joditmangel zurückzuführen sein. Und normalerweise hast du 150 Mikrogramm bis 200 Mikrogramm, was du am Tag benötigst. Wenn du aber in der Schwangerschaft oder Stillzeit bist, dann hast du einen erhöhten Bedarf. 240 Mikrogramm ist das, was du ungefähr benötigst. Und deswegen, wenn du ein Problem mit deinem Stoffwechsel hast, dann lass mal die Schilddrüsenwerte überprüfen, den Jod, den Joditgehalt. Und da kann es sein, dass da vielleicht das Problem da ist. Dann gehen wir zu den letzten zwei, die ich hier angezeichnet habe. Das ist einmal das Fluor. Und Fluor ist unglaublich stark für Zähne oder für die Knochen verantwortlich. Das heißt, am Anfang deines Lebens bekommst du auch als Baby solche Fluoretten. Da ist Fluor drin, das ist für den Zahn oder für die Knochenentwicklung sehr, sehr wichtig. Und du solltest auch im Alter gucken, ob du genügend Fluorzufuhr hast, denn Fluor ist, wenn du Osteoporose dir anschaust, auch ein wichtiges Spurenelement, weil hier haben wir ein knochenabbauendes und knochenaufbauendes System, man nennt es Osteoklasten, Osteoblasten, und da kann es zu Verschiebungen im Alter kommen. Und da wäre Fluor ein wichtiges Spurenelement, worauf man achten sollte. Jetzt kommen wir zum letzten, dem Selen. Dort hat man deutschlandweit, also nicht nur NRW und Bayern, einen Mangel festgemacht, und Selen ist für das Immunsystem sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn du vielleicht eine Erkrankung hast, wo das Immunsystem runtergefahren ist oder wo du im Endeffekt jetzt mal fit sein solltest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall Selen, weil Selen ist wirklich eines der Spurenelemente, die dort am meisten Benefit bringen. Wenn du noch irgendwelche Fragen oder Wünsche hast oder nochmal zu irgendwelchen Themen, auch Mikronährstoffe, dich interessieren, Spurenelemente, die ich vielleicht jetzt noch nicht genannt hatte, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, euer Frank.